Wer lernen will, wie man sich auf einem Flughafen gegen gewaltsame Angriffe verteidigt, der sollte sich am Samstag auf den kurzen Weg nach Magdeburg machen. Ab 10 Uhr zeigen auf dem Business Airport Magdeburg die Cracks verschiedener Kampfkunstsysteme ihr Können. Gonzo ist natürlich ein Spitzname, Michael Behrendt ist der Bürgerliche, den kennt sowieso kein Mensch. Und meine Aufgabe ist es hier heute, Techniken aus dem Jiu-Jitsu zu zeigen. Das heißt also, Handhebel ist das Thema des heutigen Tages. Dreh raus, heb deinen Ellenbogen. Dann denkst du dir, du hast so ein Schraubglas in der Hand, ich verschieb's die Dinger gegeneinander. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, ganz klar. Mein Name ist Heiko Schönborn. Und bin Braungurt im Brasilien Jiu-Jitsu. Reale Selbstverteidigung ist stehen kämpfen, werfend und der Bodenkampf. Und halt, um real zu kämpfen, muss man eigentlich alles können. Schlagen, treten, werfen, Bodenkampf. Ende. So eine Spezialtechnik ist der Elbow Drop. Ha? Oh. Hello, my name is Justo Dieguez. I am the founder of KFN. We use different ways for a ride to this any situation. One is about the first body mechanic. Second is about the brain. And the third is about the attitude, the instinct. 1, 2, and this broken. He push, control here. My movement continue, control the body. Now even he catch, say thank you. My intention is destroy the arm. And I go. Ich bin Joachim, ich bin 25 Jahre alt und ich speziell gebe heute den Escape Workshop. Und wir sind über die Zäune gesprungen, haben ein paar kleine Sprints eingelegt, haben geübt, wie wir Leuten ausweichen, ein bisschen in Kombination mit Kampfsport. Ich kombiniere gerne Fluchtelemente mit Kampfsport. Ich bin Steve Hansche. Ich bin der Inhaber und Mitbegründer des Kampfkunststudio Kors in Berlin. Body, Hand. Und dann werden wir noch Krav Maga immer präsentieren. Da wird es dann hauptsächlich um Bedrohung, Messer gehen, Flucht aus Bedrohungen, schnelle Bewältigung einer Bedrohungssituation. Alle Infos auf fight24.org und in 4 Wochen eröffnet ja der neue Großflughafen Berlin-Schönefeld. Wer weiß, vielleicht braucht man auch da ein bisschen Kampfkunst, um zurechtzukommen.